Lektion 1. Vorbereitungen. Das Wichtigste vor einem Flankeyballspiel ist zuallererst das Erreichen einer akkuraten Vorbereitung. Es ist scheißegal, wie ihr aussieht, Hauptsache Scheiße. Ganz nach dem Motto, ich höre jetzt auf zu trinken und fange endlich an zu saufen. Die einen bereiten sich so auf das Flankeyballspiel vor und die anderen so. Die einen probieren es auf die theoretische Art und Weise und versuchen mit dem Kopf zu arbeiten. Die anderen nicht. Der eine pisst, der andere was bei theoretischen Ansätzen rauskommt, sehen wir hier. Schwachsinn, also versucht es erst gar nicht. Lektion 2. Die Spielregeln. Stopp! Das sind unsere Flankeyball-Regeln. Wir nennen sie spaßeshalber Elefanten-Flankeyball-Regeln. Andere Regeln sind nicht falsch, aber diese hier sind richtig. So, jetzt geht's los! Zuallererst einmal braucht ihr zwei Teams. Wie viele Leute? Das ist eigentlich egal. Hauptsache jeder bringt ein volles, ungeöffnetes Bier mit zum Turnier. In der Mitte des Platzes steht eine Flasche oder eine Bierdose oder eine Bierflasche. Jetzt werfen die Teams abwechselnd mit einem Fußball oder einem Handball oder einem Football oder einer Wasserflasche oder einer Bierdose oder einem Schuh oder einem Elefanten auf eine Flasche oder eine Bierdose oder eine Bierflasche. Bei der Elefanten-Flankeyball-Methode ist der Abstand zwischen Team und Flasche nicht genau festgelegt wie bei anderen Methoden. Der Elefant sagt, Hauptsache Spaß muss es machen. Spaß sollte auch das Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel machen, bei dem entschieden wird, welches Team anfängt. Das Gewinnerteam beginnt zu versuchen, die Flasche abzuwerfen. Ab jetzt beginnen beide Teams abwechselnd auf die Flasche zu werfen. Besonders zu beachten ist hierbei, dass auch innerhalb des Teams eine gewisse Reihenfolge eingehalten wird, sodass jeder gleich oft werfen muss. Wenn ein Team nun die Flasche trifft, darf es sein Bier öffnen und versuchen, es schnellstmöglich zu entleeren. Zur gleichen Zeit muss das gegnerische Team die Flasche wieder aufstellen und den Ball holen. Wenn sie sich nun wieder hinter ihre Biere begeben haben, rufen sie Stopp und es muss schlagartig aufgehört werden zu trinken. Sobald ein Spieler seine Dose ausgetrunken hat und nur noch Schaum herauskommt, ist er fertig und darf nicht mehr ins Spielgeschehen eingreifen. Gewonnen hat nun das Team, in dem alle Spieler ihr Bier restlos ausgetrunken haben. Der Verlierer muss zur Strafe sein Bier ausächzen. Der Gewinner erlangt Ruhm und Ehre und ein neues Bier. Lektion 3. Fehler. Da es beim Flankeyball darum geht, sich hart in die Ewigkeit zu schießen, wird jeder Fehler mit einem Ex-Bier bestraft. Jetzt erzählen wir euch, welche Fehler auftreten können. Fehler Nummer 1. Das Bier wird umgeschmissen. Fehler Nummer 2. Falscher Wurf. Geworfen wird von oben, nicht mit beiden, sondern mit einer Hand. Kein Bowling und erst recht kein Mädchenbowling. Fehler Nummer 3. Das geforderte Strafbier wird nicht geäxt. Fehler Nummer 4. Einer im Team ruft Stopp, bevor der Spieler hinter den Bieren ist. Hier noch einmal die Zeitlupe. Man sieht ganz genau, der Spieler ist noch lange nicht hinter den Bieren und es wird schon Stopp gerufen. Fehler 5. Alster. So, das ist also das letzte Strafbier. Wir hoffen, jeder hat die Elefanten-Flankeyball-Regeln verstanden und wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen. So, das war der Kämmer-Podcast, Teil 2. Und
Wir sehen uns beim nächsten Mal, denke ich. Viel Spaß beim Spielen. Und gut Schluck noch. Wir kommen bald mit der neuen Folge.